Nope. Okay, das kann ich nicht reden. Irgendwie ist auch nichts. Und rausgehen ist auch nicht. Ich muss auch mal speichern, ne? Ich bin auch ganz schön dämlich hier. Da spiele ich nicht schon. Eine Stunde schon. Alter. Das Spiel geht runter wie Butter. Okay, das Spiel lässt mich auch gar nicht gehen, also. Irgendwas Wichtiges habe ich noch nicht gesehen. Aber was? Was habe ich noch nicht gesehen? Take out the photo. Ah, okay, wir haben es jetzt mitgenommen. Dear Flawless. Also, werte Frau, perfekt. Was? Flawless? Ist das der Name von dem Mädchen? Consummate und Flawless. Der Typ ist auch ein bisschen durch, oder? Damit sie nicht entdeckt wird, steckt sie das Foto zurück dahin, wo es vorher war. Es ist wieder drin. Gut, ich denke, das war wohl das, was wir noch sehen sollten, ne? Ja, ich denke, wir haben gesehen, was zu sehen ist. Und die Musik ist schon wieder so seltsam. Oh, da kommt er gerade. Lothario, warum bist du denn hier? Ich habe auch über nach dir gesehen. Okay, du bist verängstigt. Tut mir leid, dass ich dich verängstigt habe. Warum bist du denn hin? Warum hast du nicht geantwortet, als ich nach dir gerufen habe? Ich bin nur aufs Klo gegangen. Aber er hat doch Klo in seinem Zimmer. Press X to doubt. Also wir zweifeln es an. Du hast. Er hat nicht seine. Die Toilette in dem Raum da benutzt. Ist er denn wirklich aufs Klo gegangen? Um zu verhindern, dass ich entdeckt werde, dass er raus ist, dass ich in seinem Zimmer war. Frage ich besser nicht nach. Ach, alles gut, weißt du. Ja, tut mir leid, ich werde es nicht nochmal machen. Was denn? Nicht auf Hütte gehen? Das wird schlecht, Kollege. So, also, warum hast du nicht geantwortet? Naja, ich habe deinen Ruf schon gehört. Aber der Lautsprecher, also dieser Intercom, das ist so irgendein Gerät, so fertig. Das Handy. So hat er in seinen Taschen gehabt. Als ich dann geantwortet habe, warst du schon aus dem Fahrstuhl raus. Das kann gar nicht sein. Tut mir leid, das wird nicht schon mal passieren. Warum muss ich denn den Mann, wie nennt man denn so ein Ding? Das ist kein Lautsprecher. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Walkie-Talkie? Das ist sowas, was man auch in die Ohren steckt und sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall muss sie den im Fahrstuhl benutzen und bekommt kein extra Kommuniziergerät. Weil ich kein weiteres habe. Alles klar. Falscher Alarm, falscher Alarm. Komm, lass uns essen. Okay, mit dem Typen ist doch irgendwas. Irgendwas sehr seltsam. Alter, was für ein Bergessen. So, das Essen ist noch heiß. Komm, essen. So. Sie guckt das Essen nur an. Lass uns essen. Naja. Wie schmeckt's? Answer truthfully. Ich sag einfach, wie es ist. Schmeckt scheiße. Schlechter als man hätte ausmalen können. Lass mich noch probieren. Schmeckt so schlecht. Dinger sind verbrannt. Klebrig. Wollt ihr es jetzt noch richtig geben? Blame. Ich bin voll. Ich bin super wirklich leid. Gibt's sonst nichts zu essen?
Ich hole ein paar Kekse und ein paar Früchte. Okay, danke. Was zum Teufel war das? Sollte das ein Kühlschrank sein? Okay. Die Gier sind auch zusammengedrückt. ist trocken. Aber es ist immer auch besser, als das, was du mir da gegeben hast. Ah, tut mir leid. Naja, macht nichts. Jetzt immer noch die Kekse zu essen. Ne, die Früchte zu essen. Doch, die Früchte sind die letzte Hoffnung. So, nach dem Abendessen gehen sie in ihre Räume. Oh Mann, die Arme. Ich will nicht wissen, was bei der Tür nach da oben ist. Aber sie weiß wohl nicht, was sie richtig machen soll. Auch wenn sie weiß oder wissen sollte, dass hier alles gerade nur ein bisschen Illusion ist. Es war ein harter Tag. Sie hätte mal nach dem Garten fragen sollen. Schade, dass das keine Optionen sind. Wo sind sie jetzt mit den 888 Achievements? Es gibt so komische Sachen hier in dem Haus. Ja, los, geh zur Tür. Das ist. It's locked. Ah, ne, doch nicht. Wir kommen da raus. Ich hätte schon fast erwartet. Ach so, das Badezimmer. Ich hätte es mal denken können. Ich trottel. Badewasser ist immer da. Warum habe ich meine Erinnerung verloren? Warum bin ich hier? Ich kann immer noch lesen, schreiben, habe immer noch meine Fähigkeiten, immer noch Basiswissen. Also welchen Teil meiner Erinnerung habe ich verloren? Wo ist meine Familie? Warten Sie auf mich. Suchen Sie nach mir. Ich möchte meine Familie zurück. Lothario gab mir den Namen Consummate, aber heißt es wirklich Consummate? Ich weiß es nicht. Naja, vollendet, vielleicht ein bisschen komischer Name. Jedes Mal, wenn ich versuche, die Wahrheit herauszufinden, ändert Lothario das Thema. Bin ich hier vielleicht unter Arrest? Oder vielleicht was Schlimmeres passieren, wenn ich versuche, nach draußen zu gehen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, das ist ein großes Haus, aber Dory only found mine. Ist zu. Okay, sie konnte sich bisher nur richtig bei in ihrem Zimmer und in seinem Zimmer umsehen. Aber ist wirklich der Einzige, der hier ist. Ich glaube schon fast nicht. Lotharios Zimmer ist auch näher zum Fahrstuhl, als es meins ist. Wenn ich versuche, zum Fahrstuhl zu kommen, aus welchen Gründen auch immer, ist es wahrscheinlich, dass ich gefunden werde. Soll ich damit hier bleiben, drin befinden, während ich gehe? Oder kommt mir alles nur seltsam vor? Was ist mit dem Foto, was er aus dem Wohnzimmer entfernt hat? Gibt es irgendwelche Geheimnisse mit dem Foto? Verschlossener Raum im Wohnzimmer. Das ist wirklich das, was Lothario sagt. Dann ist das ein Raum, mit dem er noch nicht war. Also wo ist der Schlüssel? Naja, anstatt hier auf den Untergang zu warten, sollte ich vielleicht herausfinden, was los ist. Was ich untersucht habe, ist Living Room und Farm. Was auch immer Dining Room ist, schwer sein soll. Ja, und einfach Kitchen. So, hier Wohnzimmer und Farm haben wir untersucht. Naja, Natalia hat mich durch all die Räume mitgenommen. Und ich habe mir nochmal die Farm und das Wohnzimmer genauer angesehen. Denk nach, es muss noch Orte geben, mit denen du genauer nachsehen kannst. Naja, eigentlich sind alle Räume irgendwie ein bisschen seltsam. Which has what in common? Also, was genau ist mit den Räumen los? Water Electric Power System. Ich würde mal sagen, die Room Walls.
Ich würde mal sagen Room Wars. Ach so, nee, was, ich glaube, damit ist gemeint, was alle Räume gemeinsam haben. Das Wasserversorgungssystem, das elektrische System, dass alles eine Wand hat und dass alles aufgezeichnet wird. Ich würde mal sagen, das mit den Mauern. Ja, doch, ich lasse dabei. Stimmt, es gibt auch gar keine Fenster oder irgendwas. Es ist abgeschlossen hier alles. Und jeder Raum ist durch einen. Ja, deswegen kann auch. Stimmt, aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass die Farm durch einen Fahrstuhl erreichbar ist. Das ist krass. So, wie gesagt, Fenster gibt es auch keine. So, und dadurch, dass es hier keine Fenster gibt, ist die nächste Möglichkeit Untergrund. Es gibt einfach keine Fenster. Gefangennahme. Underground. Das Ganze im Untergrund ist. Wenn es keine Fenster installiert sind, ist Bullshit. Obwohl, mit Shelter meinst du, glaube ich, ja nicht Gefangennahme, sondern dass sie in so einer Art Bunker ist. Das könnte sein, Bunker. Oder dass er sie absichtlich abschottet. Also der Besitzer von dem ganzen Haus hier. Ich würde mal am wahrscheinlichsten halten, dass die ganze Sache hier im Untergrund ist. Ich meine, es gibt einen Fahrstuhl, an dem wirklich alle Räume dran sind. Das würde Sinn machen. So. Alle Räume sind abgesperrt. Aber wahrscheinlich ist das hier Untergrund ist. Das sagt jetzt einfach so. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. So, und wenn sie hier raus will, dann ist der beste Plan Arson, Locked Room, Living Room, Pipes, Elevator. Was auch immer Arson ist. Ich weiß nicht, was Arson ist. Arson. Hä? Der verschlossene Raum im Wohnzimmer. Röhren. Fahrstuhl. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das Ganze hier eine Untergrundanlage ist. Dann entweder Röhren oder der Fahrstuhl. Allerdings, es gibt ja im Fahrstuhl gar keinen offensichtlichen Bedienmechanismus, um nach oben zu kommen, also Pipes. Also, dass wir irgendwie rausklettern. Ich weiß nicht, ob meine Stärke ausreicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht verloren gehe, wenn ich hier irgendwo rausklettere. Okay, sie ist nicht sicher. Ach so, das war eine falsche Option. Alles klar, also die Option davor. Also wird halt der Locked Room nicht sein. Okay, wenn sie den Raum irgendwie öffnen kann, dann wird sie vielleicht mehr nach draußen finden. Okay. Wir müssen vielleicht andere Möglichkeiten nach draußen finden. Alter, was denn? Elevator. So, Fahrstuhl. Elevator Shift, Elevator Buttons. Mit dem Chef ist bestimmt die Röhre gemeint, der Fahrstuhl und her fährt. Also, dass wir vielleicht mit so einer Art Notausgang da rechnen können. Okay, da hochklettern ist keine Option. Remote Control, also Fernbedienung. Okay. Ich glaube, dass es noch irgendwas Verborgenes gibt, aber es hilft dir gerade nicht weiter. Ja gut, dann die Buttons. Ah, stimmt. Es gibt zwar 6 Buttons, aber es gibt noch andere Räume, wie zum Beispiel der Trainingsraum. Es gibt also auch versteckte Räume. Okay. Es muss also eine Möglichkeit geben, in diese versteckten Räume zu kommen. Pupillenscan. Die
Weise, in der man die Knöpfe drückt, ein versteckter Knopf. Oder Soundkunststelle, also irgendwelche Geräusche wie die Stimme. Ich würde sagen, vielleicht die Pressing Method, also der Reihenfolge, der man die Knöpfe drückt. Okay. Okay. Was ist das für ein Knopf? Okay, wir sind zuerst. Er hat auf den Bildschirmknopf gedrückt. Aber ist dann. Wir sind dann im Trainingsraum gelandet. Okay, er drückt auch mit dem Mittelfinger, das heißt. Fingerprint Scanning, also. Ne? Fingerabdruckscanner. Chunibyo, keine Ahnung. Taku ist all hentai. What? Was? Otakus sind alles perverse. Ah, verdammt nochmal großartig. Wow, das. Absolut geil. Ah, doch nicht. Ah, tut mir leid. Takus. Absolut geil. Das tut ein Volltier. Otaku is all hentai. Geil. Das ist dann nochmal großartig. Geil. Was ist Chunibyo? Okay, offenbar ist es egal, was wir nehmen, bis richtig ist. He must be a sissy, a fucking nerd. Neta this time. Hä, Neta? Schon wieder Neta. Okay, ich verstehe die Anspielung jetzt nicht ganz. Ich meine, was Sissy ist, will ich jetzt nicht erklären. Das weiß einer nur selber, aber. Naja. So, genau. Also muss ich ja den Fingerabdruck scannen. Okay, es gibt bestimmt noch andere versteckte Räume. Und da ist einer der, der Fluchtwege dann in einer von denen sein muss. Okay, vielleicht ist es gefährlich, aber sie muss Initiative in seinen Händen halten. Sonst wird das nix. Okay, gefangen und genervt. Boah, ich möchte mal eine Pause machen eigentlich. Das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Ich würde sagen, dass ich jetzt für die Folge erstmal sein lasse. Das war jetzt relativ viel auf einmal. Muss man ja sagen, ich mache jetzt erstmal den Aufnahmestopp. Gut. Bis zum nächsten Part, wenn wir dann das dritte Kapitel spielen. Ich bin wirklich gespannt, was hier noch kommt. Also bis zum nächsten Part und bis dahin.